Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Puddle. Und wir waren ja hier jetzt stehen geblieben, nachdem wir wieder mal ein Level abgeschlossen hatten. Wenn auch ohne Medaille. Und es geht hier jetzt einfach mal sofort weiter. Durch das Rohr dann einmal nach unten gefallen. Und was geht jetzt hier ab? Oh, es wird dunkel. Boah. Und hell. So, was genau mache ich jetzt? Achso, jetzt fängt das Level erst an. Boah, Infrarot. Das ist viel zu grell gerade. So. Wenn die abkühlt, kann ich die nicht mehr sehen. Was ist das für ein Mist schon wieder? Was? Jetzt steht da oben auch noch die Dingens. Die Temperatur stand da gerade. So, Moment, hier gibt's Feuer, wie es aussieht. Also ein schnelles Aufwärmen mal. Und dann rüber. Rüber, rüber, bevor das Ding wieder angeht. Oh Gott, es will schon wieder angehen. Boah, es ist sogar wieder angegangen. So. Das Ding haben wir aufbekommen. Bedeutet hier nochmal eben schnell aufwärmen. Wie hoch geht die Temperatur hier eigentlich? Ah, hier hält sie sich bei 647 Grad Celsius. So, war das jetzt so klug? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das war nicht so klug, weil ich da zu viel bei verloren habe. Eine dämliche Aktion. Aber die mache ich ja häufiger, solche Aktionen. So, jetzt können wir da runter. Noch einmal gleich aufwärmen. Und dann geht es rüber. Oh, es geht schon wieder an, es geht schon wieder. Boah, es ist immer so knapp hier. Achso, stimmt, ja, ich stehe unter Zeitdruck, damit das Ding hier nicht anfängt hart zu werden. So, hier wieder aufwärmen auf 647 Grad Celsius, bitte. Nein, diesmal geht es sogar noch heißer. Interessant. Nein, nein, shit. Ja, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Interessant zu wissen, aber dass es bei 1500 Grad anfängt. Auch wenn uns das nicht wirklich viel bringt, das zu wissen. So, der Anfang lief schon mal nicht ganz so gut wie beim letzten Mal. Jetzt muss aber nicht unbedingt was heißen. Jetzt nochmal ganz kurz aufwärmen. Und dann wieder weiter ein Stückchen. Das Ding ist ausgegangen. So. Da haben wir uns auch ganz gut gehalten. Jetzt einmal hier zum Aufwärmen. 1100 Grad sind hier noch möglich. Ja, so, wir müssen da drauf, wir müssen da drauf, wir sind da drauf. So mehr oder weniger. Boah. Warum sagt mir niemand, dass ich jetzt wechseln muss? So. Jetzt einmal runter hier, runter, runter. Oh. Shit. Das mit dem Wechseln ist nicht ganz so leicht, wie ich das gerne hätte. Das wäre gerade auch eine selten dämliche Aktion. So, dafür hier jetzt ein bisschen Ruhe bewahren. Da haben wir auch wieder ein bisschen was verloren. Hoch, da hinten wird's kalt. Nein, nein! Oh mein Gott, nur noch 500 Grad hier möglich.
Guck mal, das Ding fährt ja schon. Es fährt schon. Es fährt schon. Nehmt mich mit. Und das war's. So, wir nehmen wieder mal diese Richtung. Ich muss aber hier jetzt kurz mal abwarten. Nein, nein. Ich habe nicht lange genug abgewartet. Ich habe nicht lange genug abgewartet. Oh, shit. So, jetzt the same procedure as last time. Kurz einmal aufwärmen. Und danach kurz einmal wieder hier rüber runterfallen lassen. Ja, da wird wieder ein bisschen was weggerüstet bei. So, jetzt haben wir mal einen freien Fall. Einmal hier rüber und erwerben. Jetzt kommt wieder so eine Stelle, vor der ich ziemlich Schiss habe. So, jetzt so und dann rüber. Das lief wenigstens ein bisschen besser. Wo ist denn, jetzt muss ich hier noch schnell mal rüber. Das lief nicht ganz so gut. Nein. So, genau so. Jetzt müssen wir hier schnellstens nochmal eben rüber. Wir sind dann hier und können uns nochmal aufwärmen an der linken Seite. Anschließend geht's hier rüber, dann in die andere Richtung wieder. Boah, in die andere Richtung! Und hier unten geht's dann einmal nach links unten. Boah, wir sind schon wieder viel zu... genau das meinte ich. Wir sind schon wieder viel zu langsam geworden. Die Lava ist wieder zu hart geworden. Ja, shit, shit. So, jetzt rüber. Jetzt nochmal aufwärmen. Ich bin hier immer noch ziemlich langsam und vorsichtig. Und jetzt können wir uns hier nochmal langsam auch runterfließen lassen, damit das nicht wieder so hoch spritzt. Weil wenn es hoch spritzt, dann wird da oben immer noch ordentlich Flüssigkeit bei erwischt. So, diesmal, die Grad-Celsius-Anzahl sagt uns, wir waren diesmal besser. Gucken wir mal, wie das jetzt hier abläuft. Nein, nein, shit, shit, shit. So. Jetzt mal ganz kurz ruhig bleiben, nochmal ein bisschen nach links, jetzt nach rechts und darüber. Darüber, darüber. Okay, sind die alle darüber gekommen. So. Dafür sind wir hier wieder mal recht gut hingekommen. Können uns jetzt nochmal aufwärmen. Und dann geht's immer an die andere Seite wieder. Und auch hier wieder einmal rüber. So, diesmal habe ich es auch hier geschafft, wo ich letztes Mal versagt habe. Und hier ist jetzt nicht ernsthaft schon das Ende. Oh, das war doch... Oh, das war jetzt ein Witz, wo ich da zum letzten Mal... Ach, Mann, ey. Immerhin Silber. Endlich mal wieder. Die Pfeile sagen dir, wohin du deine Flüssigkeit lenken musst. Wow. Was geht mit denen? Ich weiß nicht, ob die so freundlich sind. So, jetzt kriegen wir es gerade. Na, los, komm. Ist schon wieder zu kalt geworden. Shit. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jetzt aber durch. Ich kann da gar nicht geregelt durch. Sehe ich das richtig, dass ich die Flüssigkeit eigentlich damit ich so sammeln müsste? Ich starte nochmal eben neu. Ich könnte natürlich auch jetzt erst einmal kurz hier durchlaufen lassen.
Jetzt, wo die langsamer werden, kurz bis nach hier. Anhalten, anhalten. Oh, anhalten. Oh, jetzt warte ich an dieser Stelle mal ganz kurz, bis ich einmal... Nein, Moment, das ist eine scheiß Idee. Ich darf ja gar nicht warten. Komm, los, schneller. Schaffst du, schaffst du, schaffst du nicht. Ja, der Brocken geht inzwischen irgendwo mehr hin. So, Moment, einmal ganz kurz machen lassen. Und jetzt werden sie schon wieder langsamer. Jetzt kommen wir durch. Jetzt warten wir hier, bis sie einmal gedreht haben. Und dann geht's weiter durch. So, anschließend... Einmal nach hier und... Moment, ich muss nach oben. Die ziehen das ja wahrscheinlich so hoch, genau. Und nu? Boah, da ist doch Feuer. Nein. Ah. Da war ich wieder ein bisschen zu verwirrt. Ich glaube, ich muss danach noch da rechts oder so. Da habe ich schon wieder ein bisschen was verloren, ich Idiot. So, hier kurz halten. Boah. Ich starte nochmal eben schnell neu. So. Bis hier lief es doch schon halbwegs. Und jetzt geht es weiter. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. So, gut, dann einmal hier in die Mitte. In die Mitte. Los. Ach, das Team hier bewegt sich dann. Dann kommen wir schon mal zur nächsten Feuerquelle. Müssen aber auch gleich wieder weiter. Oh, nein, 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 nein. So, Ruhe bewahren. Jetzt nach unten. Anhalten. Jetzt wieder nach links. Und jetzt wieder nach rechts. Schon mal, es wird nämlich langsam wieder kühl. Da sind wir nicht so schnell. Boah, so, hier kann ich mich ganz kurz neu orientieren. Wir müssen nach rechts. Und da wieder mal ein Level geschafft. Sehr gut. Oh, es sind gerade nur 13 Minuten rum. Ach, komm, wir gucken nochmal eben schnell ins nächste Level rein. Jahrgang 2011. So, gibt's ein... Vermeide kalte Luftstürme. Ja, okay, im Prinzip also das Übliche. Oh Gott, jetzt kommt sowas schon wieder. Wo ich die Flüssigkeit nicht direkt kontrolliere. Oh. Also gut, der Anfang sieht mir so aus, als ob man da sich schnell fortbewegen dürfte. Oh, alles wieder aufgefangen. So, es wird schon wieder kühler. Wow, es war auch ganz gut, dass es kühler wird, sonst wäre es hier wahrscheinlich schon wieder rausgegangen. So, nein. Ah. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir das Level dann nochmal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und bis dann, euch schönen Tag und ciao.